Moin Leute, bevor das Video beginnt, es ist nicht klar, ob KuchenTV die Straftat einer Körperverletzung begangen hat. Dies wird ein Gericht entscheiden. Um mich aus der Versenkung zu holen, braucht es schon ein wirklich ernstes und wichtiges Thema. Ich hoffe mal, ihr habt die Thematik rund um KuchenTV und seine Freundin Gina vor 3 Jahren mitbekommen. Dort hat sie behauptet, KuchenTV hätte sie geschlagen und getreten während eines Streites. Diese Thematik ist nun wieder hochgekommen, da KuchenTV 2 Videos hochgeladen hat, in denen er die Tat, die er damals getan haben soll, zugegeben hat. Einmal emotional und einmal sachlich mit Stellungnahme von seiner Freundin, mit der er seit 3 Jahren wieder zusammen ist. Dann kam noch ein Video online, in dem KuchenTV behauptet, es sei alles gestellt gewesen und die Aktion war nur, um zu gucken, ob KuchenTVs Hater ihn versuchen würden, mit dieser Information zu schaden. Jetzt kam auf den Kanal von KuchenTV ein Video mit Just Nero online, in dem Nero KuchenTV kritisiert, was für ein asoziales Verhalten die gesamte Thematik wäre. Ab hier folgt nun meine Meinung. Ich habe das Gefühl, dass Nero versucht, so viel es möglich ist, weil alle einen scharfen Blick auf ihn haben, von dem eigentlichen Thema, dass KuchenTV vielleicht seine Freundin geschlagen haben könnte, abzulenken. Er betont viel, dass Kuchenverhalten schlecht und asozial war und dass Kuchen eine richtig dumme Aktion sich ausgedacht hat. Ich habe Kuchen per WhatsApp geschrieben, dass er ein dämlicher Vollidiot ist und dass von mir ein Video über ihn verlangt wird. Er meinte von sich aus, yo, mach das und wenn du willst, lade ich das sogar bei mir hoch. Ist auch absolut verständlich, dass von mir als Kritiker ein Video über den wohl dümmsten und asozialsten Drecksmove 2021 auf YouTube verlangt wird. So, wie kann man so dumm sein? Top 10 Hochbegabte, die halt einfach nicht hochbegabt sind. Was ging da in deinem Kopf vor, Tim? ABK und Twitter ärgern? Also, ich habe dich immer für klug gehalten, aber nach dem Ding rangierst du für mich irgendwo zwischen Erdbeerkäse Nadine und einer Feldkartoffel. Zu aller Fairness sagt Nero auch, dass er Kuchen nicht ganz glauben kann, aber immer nur so beiläufig. Ich denke, anders wäre es auch zu auffällig gewesen. Achtung, was ab hier folgt, ist eine reine, wirklich reine Vermutung. Ich weiß, dass solche an den Haaren herbeigezogenen Folgeschließungen extrem gefährlich sein können und ich möchte, dass ihr auf keinen Fall diese Meinung und Theorie als wahr weiterverbreitet. Dennoch habe ich ein sehr schlechtes Gefühl bei all dem und ich persönlich denke, es ist ganz anders abgelaufen. KuchenTV hatte, warum auch immer, einen Drang dazu, seine Tat, die er vor Jahren getan hat und immer wieder geleugnet hat, in einem Video zuzugeben. Da dieses Video sehr emotional ist und leicht gegen ihn verwendet werden könnte, da er zum Beispiel behauptet hat, dass Gina damit abgeschlossen hätte, ohne dass sie das selber gesagt hat. Deswegen hat er nochmal ein richtiges Video gemacht. In diesem Video wollte er durch eine Spende seinen Ruf in gewisser Weise reinwaschen, auch wenn ich diese Spende an sich gut finde. Dann hat irgendwer ihn darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Video ein perfektes Geständnis für die Staatsanwaltschaft ist und dass dieses Video einen Prozess, selbst wenn Gina ihn nicht will, verursachen könnte. KuchenTV hat dann ein Video gemacht, in dem er behauptet, dass alles nur ein Test gewesen wäre, um die Twitter-Bubble reinzulegen. Dann hat er auch noch Nero angeschrieben und gefragt, ob dieser ein Video machen könnte, in dem er Kuchen zwar auf das Schärfste kritisiert, aber den Fokus weg von einer potenziellen Straftat und auf die Seite von KuchenTV lenken könnte. Wie gesagt, ist das nur eine Theorie, aber ich habe das Gefühl, dass die gesamte Geschichte dann Sinn ergibt. KuchenTV hat gar keine Beweise dafür, dass es von vornherein geskriptet wäre. Er behauptet, er würde gut heulen faken können, hat aber dann nur als Beweis ein paar Tränen im Gesicht, die er gefaked hat. Er behauptet, es wäre nur eine Rolle gewesen, in der er war, hat aber nicht aufgenommen, wie er irgendwie mal kurz sagt, dass alles nur gestellt war. Er behauptet, er hätte eine Sprachnachricht vorher aufgenommen. Ach ja, und by the way, ich habe jetzt gerade die ABK-Szene und diese ganzen Twitter-Heuchler und so mega hops genommen. Ich habe jetzt gerade ein Video gedreht, wo ich einfach gesagt habe, so heulend, yo, ich habe meine Freundin geschlagen, bla bla bla, das stimmt alles, damit die darauf eingehen. Und ich will jetzt quasi zeigen, dass es denen halt nicht um Gewalt gegen Frauen geht, dass es denen halt egal, sondern dass die einfach nur wieder ein Feindbild wollen, in diesem Fall halt mich und gegen mich vorgehen wollen. Aber er hätte es auch leicht faken können, indem er einfach eine andere Audiospur über die Bildschirmaufnahme legt. Ich habe einfach ein schlechtes Gefühl dabei und kann Kuchen nichts mehr glauben. Das ist der Grund, wieso mir diese Theorie wesentlich wahrscheinlicher erscheint als das Gesagte von KuchenTV. Bitte, geht mit diesem Video vorsichtig um. Ich sag's noch ein letztes Mal, stellt diese Theorie nicht als Fakt dar, sonst würdet ihr euch der üblen Nachrede und Rufmord strafbar machen. Haut rein und ciao. Und streamt meine Beats auf Spotify. Könnt ihr auch für eure Videos als Hintergrund benutzen.